Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Forever Skies, wobei jetzt sind wir Forever Bedrock, würde ich mal sagen. Wir sind nämlich unten am Boden. In der letzten Folge haben wir hier diese Hyperthermie-Booster hergestellt. Damit können wir uns an diesen riesigen Pflanzen vorbeimogeln. So, atme er durch. So, wir können einmal hier runter, aber wir können auch noch hier hinten lang. Da hatten wir uns ja durchgeschmolzen. Hier war ja ein Platten davor und hier sind wir durch. So, die erkennt uns. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Hyperthermie-Booster nutzen, sind wir praktisch eiskalt unterwegs. Nehmen natürlich hier die Kristalle mit. Und können uns an den Pflanzen vorbei mogeln. Hallo. Kann ich hier was scannen? Okay, kann ich scannen. Hyperthermie. Wir haben neue Forschung. Jetzt können wir doch große Lagerkisten machen. Wie geil ist das denn? Warte mal, ich habe keine Luft dabei. Ich muss nochmal ganz schnell zurück Luft holen. Orientierung verloren hier. So, ist hier noch was in der Kiste? Nein. Dann geht's hier lang, wa? Was zu trinken? Ah, da hoch bestimmt. Ups. Wie lange hält das Ding eigentlich? Ich hoffe, das hält lang genug, dieser Kühlkreislauf. Ah, wo müssen wir denn lang? Können wir die eigentlich scannen? Die haben wir schon. Und nu? War es das schon? Ne, geht's anscheinend nicht weiter. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir hier irgendwie noch... Guck mal, da hoch geht's doch noch, oder? Das war's wahrscheinlich. So, lass uns schnell unsere Kühlung ausnutzen. Und hier runter. New environment detected. Oh oh, was passiert hier? Kann ich hier noch was einsammeln? Nein. Ih, was sind das für schwarze Knollen? Da ist so ein Sauerstoffding, aber da ist, ich habe keine Batterie dabei. Doch, wir hatten eine dabei. Wo haben wir die denn? Habe ich die gerade aufgesammelt? Was essen wir jetzt? Okay, wo lang? Da vorne ist eine Leiter. Da geht's noch durch. Oh, da sind ganz viele Flaschen. Yay. Leer gut. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Alte Lore oder so. Oh nein. Da geht's auf jeden Fall weiter. Okay, 51% Sauerstoff. Hier geht's aber nicht weiter, oder? Kann ich das reinschmelzen? Ah, da ist eine Wand aufgebrochen. Wie smart ist das denn bitte? Das ist ja cool. So, schnell Sauerstoff fassen. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo der Extraktor war. Shit, ich weiß nicht mehr, wo es lang ging. Shit, wo ist das Ding? Ich will nicht... Boah, geht das so schnell? Mist. Ich hab den Weg nicht zurückgefunden. Naja. Hallo. Ah, der bringt mich mit meinem Loot raus. Das ist ja blöd.
Okay, das ziehen wir uns rein. Kristalle können wir zu 5. Ah, der hat mir jeweils von irgendwas was abgezogen, sehe ich gerade. So, ein Hyperthermie-Ding haben wir noch. Okay. Gut, 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 gut. Ja, warte mal, ich lasse jetzt mal noch die Flasche hier. Gut, dass ich einen Ersatz Hyperthermie-Teil gemacht habe. Okay, sollen wir uns kurz ausruhen? Sollen wir den Kram mit hochnehmen? Ach, was soll schief gehen? So, warte mal. Wo war denn der Abgang? Wir gehen nochmal außen rum, ne? War das hier? Ja, da ging es hoch, hier drum. Ich muss, darf die Orientierung nicht verlieren, das ist echt nicht gut. Nee, das ist der andere Abgang. Wo war denn der andere Abgang? Oh Gott, ich bin so... So, da sind wir auf der Rückseite. War das hier? Auch nicht. Wo ging es denn eigentlich hier hin? Ja, vielleicht sollte ich doch nochmal zurückgehen, mir erstmal was zu essen reinziehen. Weißt du was, wir gehen erst nochmal hoch. Ich brauche was zu futtern. Ja, die Flaschen, weiß ich nicht, was machen wir mit den Flaschen? Da brauchen wir noch eine Kiste. Wir können gleich mal gucken, was es kostet, so eine große Kiste herzustellen, die wir gescannt haben, ne? Vielleicht sollte ich auch mal einfach mit dem Schiff ein bisschen hier Motten fangen, damit wir was Anständiges zu essen haben. Weil ich habe jetzt auch nicht wirklich was zu essen da. Nein. Ich wollte eigentlich nur die Tür zumachen. Okay. So, komm, wir sammeln mal ganz kurz ein bisschen. Müsste schon lang. So, wo mache ich denn die Flaschen jetzt rein vor lauter Schreck? So, was kosten denn die großen Kisten? Epoxid und Metall, da kann ich mit dienen. Metal. Und Epoxid habe ich, glaube ich, eine ganze Kiste irgendwo. Köder. Wir brauchen einen Köder. Wir können große Kisten machen. Das ist natürlich geil. Ah, da kommt das Epoxid auch nochmal zum Tragen. Sehr gut. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Köder. Metall und Polymer. So. Na? So, eine lecker Staubmotte. Hm. Polymere und... Ja, stimmt, wir können die zu großen Flaschen machen. Das ist eine gute Idee. Dann müsste ich aber noch ein bisschen Kunststoff fangen. Hallo? Zeit, dass wir Regale finden.
Nein. Nein. Ich komme. So, wollen wir die Motte lasse ich doch mal hängen, dann vergammeln die nämlich nicht. So. Ah, das sieht schon besser aus. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir nur noch was zu trinken, aber ich glaube, da habe ich in meiner Kiste noch Zeug drin, ne? Ja. So. Dich kochen wir auch gleich, beziehungsweise ich lasse sie erstmal da hängen. Ich wollte die großen Flaschen herstellen. Polymer. Ich habe doch hier irgendwo noch Polymer separat, oder? Nee. Weil dann können wir nämlich ein paar kleine einfach hier lassen. Na, na komm. Sieht so krass aus, der Turm. So. Und nochmal Polymer. Okay, was machen wir jetzt? Da haben wir noch Wasser drin, dann können wir das hier umschütten. Und dann haue ich eine in die Tonne, oder? Die brauchen wir nicht alle aufheben. Also so viel Flaschen brauchen wir auf jeden Fall nicht, auch wenn wir so umwandeln können, aber die Menge brauchen wir definitiv nicht. So, das ziehen wir uns rein. Sind wir ein bisschen mehr wach. Brauchen wir noch eine große? Eine könnte noch gehen, ne? Drei... Noch zwei Polymer. Dann ist Polymer aber fast leer. Ach, komm her. Die Motte klingt wieder... Ah, hier ist noch ein Polymer. Die Motte klingt widerlich. So. Das langt doch erstmal einen großen, oder? Dann lassen wir... Gut, die Filterflaschen würden direkt filtern, also lasse ich die hier. Dann haben wir noch das im... Haben wir noch Platz. So, fliegen wir erstmal wieder zurück. Ui, bisschen schnell. So, gegessen haben wir, das haben wir. Sollen wir uns noch ein so ein Ding machen? Und das Pflanzenöl finden wir da unten ja sowieso nicht. Und dann können wir es auch hier lassen. Habe ich denn auch irgendwo Platz? Hier haben wir noch Platz. So. Sollen wir noch ein so ein Hyperthermie-Teil bauen? Ah, können wir nicht, weil uns die rote Pflanze fehlt, richtig? Ja, okay. Was soll schief gehen? Ich werde ja nicht sterben, oder? Ist ja irgendwie Quatsch jetzt. Ja, auch irgendwie blöd, wenn ich jetzt sterben würde. Nur weil ich die Orientierung verloren habe. Ah, warte mal. Wir sollten uns noch eine Batterie mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall noch so eine komische Dingsbatterie. Wo waren die denn? Da. Kristalle und Plaster.
Ja. Dann können wir nämlich das noch entsprechend anwerfen da unten und dann können wir vielleicht eher durchatmen. Wobei eben habe ich einfach die Orientierung verloren. Printing completed. Cut. Ich glaube, das Sprinten zieht da ordentlich an Nahrung und an Wasser. Warte mal, nein. Wo war denn das, wo ich eben runter bin? Das war doch... War das das hier? Ich gehe mal hier runter, was soll was schief gehen? Komm. Weiß gar nicht, ob die Gänge verbunden sind. Also hier ist auf jeden Fall zu. Ein Erste-Hilfe-Kasten, ein Kristall. Das war's? Enttäuschend. Oh. Nehme ich mit. Ja. Das, bevor ich nochmal den gleichen Fehler mache, werde ich mir das erstmal auffüllen. Ah, das hat die gleiche Verbindung. Hier war übrigens das Teil. Und hier bin ich entlang, bei der Leiter vorbei. Hier ist übrigens noch eine Batterie. Direkt neben dem Teil. So, was befindet sich hier? Ich hätte nur nach rechts gehen müssen. Oh. Du siehst übel aus. Nehmen. Okay. So. Waren wir jetzt hier? Okay, einfach senkrecht zurück ist das Sauerstoffgerät. Hier sind wir lang, ne? Das war's, ja. Und da sind wir uns hier. Hier habe ich mich verlaufen. Hier hätte ich einfach nur gerade ausgehen müssen. Dann gehen wir jetzt in die Richtung. Ne, erst nochmal auffüllen. Da ist es doch. Mensch. Sturz. Okay. Wo lang? Was macht Sinn? Ich glaube, da sind wir eben hergekommen. Also gehen wir jetzt da lang. Oh, fuck. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? No, I can't always stop. You need to prepare yourself well. Was? From this point on, you will be on your own. But I am watching you closely. Hat das Schutzschild hat es umgebracht. Fieber.
Herz deiner Schuhe, das lese ich mir gleich. Hi! Okay, bevor ich hier weitergehe. Warte mal, ich fülle jetzt erstmal Sauerstoff wieder auf. Oh Gott. Okay, wieder dahin. Gigantisches Raubinsekt. Direkten Kontakt zu vermeiden. Ja, das würde ich auch sagen. Kann ich retten? Was? Wo bist du jetzt? Was? Wo? Habe ich die im Inventar? Ich habe dich im Inventar. Okay. Aber wie schnell geht denn hier der Sauerstoff weg? Okay, da will ich nicht hin. Erkunde das Gebiet und finde den Virenträger. Ich hätte gern hier so ein Sauerstoffauffüllteil. Ja, ich hole. Ich habe einen kleinen lilanen Kollegen. Ich nehme mal lieber das in die Hand. Hier geht's anscheinend nicht lang. Wo muss ich denn lang? Hinten? Nee, auch nicht. Boah, dass da direkt drei kamen. Muss ich hier Jump'n'Run machen? Hier komme ich auch nicht lang. Ihn kann ich auch nicht scannen. Warning. Oxygen level is low. Ha. Hier irgendwo weiter. Ah! Die Geschichte geht weiter. Die waren viele. Jetzt ein guter Zeitpunkt, um dich verpassen. Was? Okay. Koop geplant mit bis zu 4 Spielern. Sehr gut. Geil. Basierend auf eurem Feedback. Vielen Dank für dein Interesse an Forever Skies. Alles klar. Dann nehme ich mal dein Rückenzeug mit. So, schnell durchatmen. Oh. So, jetzt frage ich mich, wo ich noch nicht war. Also da bin ich eben hergekommen, ne? Aus dem Gang. Wie lang ist denn mein Kälte? Das geht noch eine Zeit lang, das Kälteding. Ah, das ist ein Kristall. Okay, hier geht's wieder raus. Da kommen wir nicht weiter, da oben sind wir auch weiter. Da liegt noch Plaster. Boah, zum Glück hat mich das Ding gerettet da, dieses Schutzschild. Von was war das überhaupt, das Schutzschild? Hier geht's ja auch weiter, oder? Nicht. Jetzt hier oben weiter? Ah. Oh, Polymere. Guck mal hier. Und ein Pfeil und ein Medikit. Ja, wie weit denn low? Geht noch. Irgendwo habe ich hier was da. Ach, das sind irgendwelche Plastikdinger. Okay. Au, das hat wehgetan.
Hier waren wir, da ging es darüber, genau. Das war Jumprun da hoch, dann sind wir... Da oben geht es doch noch weiter, oder? Würde ich mal sagen. Okay. Ne, da geht es nicht rüber. Da mal. Okay. Also hier waren wir definitiv auch noch nicht. Oh, zu trinken. Noch was? Da ist noch was. Oh ja, da geht's auch noch weiter. Wir brauchen erstmal Sauerstoff. Schwierig. Sauerstoff? Okay. Ja. Oh, knappe Nummer. Cool. Komm, wir gehen mal wieder hoch. Wir bringen jetzt mal diese Proben nach oben und erforschen die, würde ich sagen. So, ich würde sagen, was aus den Proben rauskommt, was wir hier noch entdecken können im Spiel, auch wenn wir mit dem Early Access Inhalt schon durch sind, das sehen wir zur nächsten Folge. Ich werde es ein bisschen scannen, beziehungsweise analysieren, machen wir in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Platz in unserem Schiffchen, ne? Guti, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!